Wenn du gerne wissen möchtest, wie man jemanden auf seiner Instagram-Story markieren kann, dann bist du genau hier richtig. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, damit du keine der wichtigen Schritte verpasst. Zuallererst sollst du natürlich erstmal einen Instagram-Account haben. In diesem Fall habe ich einen ganz simpel mal hier erstellt. Das ist ein Beispiel-Account. Jetzt möchtest du gerne eine Instagram-Story hochladen. Ich nehme jetzt das als Beispiel. Und jetzt möchtest du jemanden gerne darauf markieren. In diesem Falle gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal klickst du hier drauf und dann kannst du Add und dann kannst du irgendeinen Namen nehmen, zum Beispiel Kim Kardashian als Beispiel, und dann hast du sie schon markiert und dann kannst du sie jetzt überall irgendwo auf dem Bild hier hin platzieren und dann kannst du das Ganze nochmal machen. Die nächste Methode wäre, du klickst hier oben auf die zwei Buchstaben A groß und A klein und da kannst du ebenfalls wieder Add machen und dann gibst du zum Beispiel ein Kanye West oder Harry Kane. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal Harry Kane. Ganz simpel. Da hast du die nächste Methode, um jemanden zu markieren. Und die dritte Methode wäre, du klickst hier oben auf den Sticker und dann nehmen wir ganz simpel hier oben erwähnen. Und sobald du da drauf klickst, kannst du jetzt auch den nächsten Namen nehmen. Zum Beispiel sagen wir mal Paul Logan Paul. So. Und dann kannst du natürlich auch hier immer drauf drücken. Weil das ja ein Sticker ist, da kannst du eben die Optik auch nochmal verändern. Aber so simpel und so einfach kannst du jemanden in deiner Instagram-Story markieren. Also du hast mehrere Möglichkeiten, das habe ich dir gerade hier gezeigt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. In der Endcard verlinke ich dir noch einen weiteren Mega-Tipp für Instagram. Schau es dir auf alle Fälle an und damit sage ich, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.